Ja, hallo im Model 3. Heute mal unsere Standardrundfahrt über die Schwäbische Alb. Und ich hoffe, alle Kameras laufen und zeigen euch ein ordentliches Bild. Ja, leider ist es so, dass wir hier kein Navi-Bild bekommen. Es ist zwar so, dass hier jetzt der Supercharger Leonberg ist und da ist irgendwie Ulm und Sulzföhringen, aber wir sehen nichts von unserer Schwäbischen Alb. Das ist ein bisschen schade. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben hier unten die Möglichkeit, einen Trittplaner zu setzen. Den resette ich mir auch mal. Rundfahrt genannt. Und ansonsten ist es gerade so, dass wir hier 473 Kilometer Reichweite haben. Ich muss hier kurz umschalten. Display. Erweiterte Einstellung Energy bei 94%. Ja, das ist jetzt unser Startwert. Gut geladen, deshalb fahren wir jetzt auch einfach mal los. Ich stelle uns das aber auf Kilometer nochmal zurück. 94% merken wir uns. Wo ist es bei Display? Guck, ich muss immer ziemlich suchen hier. Ne? Da und dann zack. Okay, 473. Das lasse ich auch mal hier so ein bisschen stehen. Das ist die einzige vernünftige Anzeige, die ich gerade habe. Ansonsten Standard Rundfahrt über die Schwäbische Alb und zurück über die Autobahn. Kann man auch mal ein bisschen Strom geben. Bei dem Auto ist das allerdings ein bisschen witzlos, weil das Auto ja, sagen wir mal, 200 Stundenkilometer fährt und das wissen wir ja. Okay, gucke, ich komme hier aus meiner Einfahrt raus. Ah, gut. Ja, man sieht hier auch die Näherungssensoren und sowas. Sieht man alles. Dieses Model 3 von Nextmove hier ist ein Import aus USA. Deshalb keine Kartendaten und wir kriegen auch keine Updates leider. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten funktioniert aber alles. Und allererste, was man schon merkt, ein super Fahrgefühl in diesem Auto. Das auf jeden Fall. Das mit dem Display, das ist so das auch unser Augenmerk jetzt hier mal gerade. Beobachtung, wie verhält sich dieses Display. Mit der Anzeige hier, ist das gewöhnungsbedürftig, ist das sofort zu adaptieren? Nee, es ist gewöhnungsbedürftig, das auf jeden Fall. Man muss sich da so ein bisschen überlegen, ja, ist das jetzt mein Ding irgendwie hier vorm Fahrer, also im Lenkrad hat man normalerweise was, da sehe ich jetzt hier gar nichts, beziehungsweise sehe ich da das Holz. Das ist vielleicht noch eine Überlegung auch an die Designer. Wie kann ich das jetzt ausgleichen? Soll ich dann da ein Foto hinmachen oder was? Also im Moment ist da gar nichts. Es hat auch niemand jetzt so eine Idee bisher hier gehabt bei Tesla. Es ist alles nur hier. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen irritierend deshalb, vor allem man blickt ja durch das Lenkrad ins Nichts da sozusagen, in die Holzkonsole. Ja, so viel mal der Einleitung dazu. Wir fahren hier durch die Stadt raus, Schwäbische Alb hoch, hinten über die Autobahn zurück. Kennt die Strecke ja schon von vielen meiner anderen Videos. Erstes auffällige Merkmal, ich fahre da in einer Spielstraße rum. Das Auto fährt völlig lautlos. Und das ist auch ein Problem. Ich habe nämlich sonst immer in der Spielstraße gern dieses Fahrgeräusch an, was ja die Elektroautos eigentlich vermutlich demnächst alle liefern müssen. Die meisten haben es. Tesla ist einer der wenigen Hersteller, der es noch nicht adaptiert hat. Das ist natürlich nachher ein Softwareproblem. Ich hoffe, sie haben einen Lautsprecher da irgendwo draußen, die Hupenlautsprecher vielleicht, der irgendein ordentliches Geräusch machen kann. Ist gar nicht bekannt, ob die einen Lautsprecher dafür überhaupt vorgesehen haben. Ja, also das muss auf jeden Fall kommen in irgendeiner Form. Ups, ich werde hier heute mal ausgebremst, mitten in der Stadt, passiert auch selten. Das ist doch tatsächlich jetzt, ich sehe das eher als einen Vorteil, dass das Auto ein Geräusch macht, weil ich schon öfters gesehen habe, dass halt Fußgänger oder Kinder die Autos nicht bemerken. Habe ich jetzt hier nicht. Aber ansonsten haben wir hier ein super Fahrgefühl, auch im unteren Geschwindigkeitsbereich. Und auch so, wenn man jetzt da vom Strompedal weggeht, ist One-Pedal-Driving eigentlich. Manchmal muss man
am Ende tatsächlich noch bremsen. Und das ist ja dann leider auch mechanisch. Das ist weiterhin auch beim Model 3 so, dass die Bremse rein mechanisch ist. Da wird dann nicht rekuperiert. Das hätten sie noch machen sollen, genau. Ja, aber ansonsten alles gut. Was übrigens auch neu ist, dass diese Anzeige hier von den Kilometern, also die Umrechnung im Grunde von den Prozent Akku auf die Kilometer, scheinbar nicht mehr ein konstanter Wert ist. Das war die ganze Zeit vorher immer so. Und jetzt ist das wohl auch abhängig von dem, was man so, wie man gefahren ist. Ich weiß noch nicht genau, wie der Zusammenhang ist. Ich keine Ahnung, ob das schon der Björn Nyland oder wer auch immer sich angeguckt hat. Da scheint jetzt irgendwie was anders zu sein. Es gibt auch nicht mehr diese Unterscheidung zwischen typisch und genormt. Ja? Und der typische Wert war ja früher immer der Wert von Tesla, wo man gesagt hat, das haut doch irgendwie so hin. Weil wenn ich jetzt auf 100% geladen habe, zeigt er mir 500 Kilometer an. So, ich bin jetzt außerorts. Das könnte ich mal ein bisschen hier auch überholen. Ne? Also der Anzug ist natürlich super. Das ist, ja, jetzt muss ich es doch aussprechen, wie beim Model S. Also das, was auch viele andere schon gesagt haben, das Auto fährt einfach super gut. Und es ist ein kleines Model S. Für mich jetzt hier vom Fahrgefühl her auf jeden Fall. Es ist auch um einiges über dem, was andere Autos so bieten. Also ich bin jetzt ja kurz vorher Ioniq gefahren. Es ist einfach eine oder zwei Klassen Unterschied, muss man ganz deutlich sagen. Ihr seht jetzt hier, die Kilometer rasen dahin, obwohl wir gerade 2 Kilometer bloß gefahren sind, knappe 3. Im Moment natürlich hier habe ich jetzt einen recht hohen Verbrauch, 26 zeigt er mir hier gerade an. Das wäre also überhaupt nicht toll. Wir fahren aber mal weiter und beobachten das. Habe jetzt hier gar nicht großartig was gemacht, bin nur einfach losgefahren. Heizung ist jetzt eigentlich auch nicht großartig an, Sitzheizung habe ich an. Kann ja mal die Heizung jetzt hier, eigentlich ist es draußen gar nicht so warm. Heute 5 Grad haben wir auf Automatik. Jetzt mal gerade gucken, was er dann macht. Weil er föhnt mir sonst ein bisschen zu sehr. Ich muss hier die Lüftung ein bisschen runterschalten. So, jetzt lasse ich es aber. Und wir fahren hier unsere Steige hoch. Also das Handling ist absolut cool. Es hat so ein kleines Lenkrad. Er fährt wie Go-Kart. Das ist echt ein super Handling. Sehr ähnlich den Teslas, nicht ganz so dick das Lenkrad. Und deshalb finde ich es eigentlich eher ein bisschen besser. Ich habe einen direkten Vergleich, wo wir es abgeholt haben. Bin hier bei Manfred gefahren, ein Copter Money. Und der ist mit seinem Model S gefahren. Wir haben da kurz mal getauscht, dass er auch mal Model 3 fährt. Und dann bin ich mit seinem S gefahren und dann wieder haben wir wieder gewechselt aufs Model 3. Und sowohl er als auch ich haben zum Vergleich. Ich habe den Vergleich gehabt, das ist ein kleines Model S. Er hat gemeint, da sind schon noch mal Qualitätsunterschiede. Ja, wenn man länger glaubt, die Autos fährt, also ein Tesla fährt, dann merkt man das eher. Wenn ich jetzt eher von den einfacheren Fahrzeugen komme, also sagen wir mal so einem Leaf, Ampera E, Ioniq, dann ist der Unterschied anders, von der anderen Seite her. Ja? Und dann merke ich halt, hier werde ich wahrscheinlich auch 50.000 Euro hinlegen müssen, um eine vernünftige Konfiguration zu kriegen. Aber bei einem i3, teilweise bei einem, also beim Ampera E auf jeden Fall, beim E-Golf vielleicht nicht ganz so, beim Leaf ganz sicher nicht, aber gerade bei denen, die auch einen großen Akku haben, da lege ich auch 50.000 hin. Also und beim i3 kriege ich nicht mal den großen Akku. Also das einzig vergleichbare Auto jetzt so von der Preisklasse her und von der Reichweite her ist ja der Ampera E. Und da ist dieses Auto einfach also eine ganze Klasse drüber oder sogar mehr, eine Halbklassen in Anführungszeichen. So ein Ampera E, der ist in so einer 1er-2er-Klasse unterwegs, so vom Ambiente jetzt, von der ganzen Plastik da drin überall. Und das hier ist definitiv ein 3er. Also ich weiß nicht, ob euch so diese Einteilungen, C-Klasse, 3er, ja, ABC, 3er-Klasse, ja, man merkt schon an diesen, ich sag's immer, an den Scheiben, wenn die jetzt keinen Rahmen haben, also rahmenlose Scheiben, brauche ich natürlich nicht, aber daran merkt man, das ist jetzt eine gehobenere Ausstattung und auch
einfach die Türen, wenn man sich das schon anguckt, so, das ist einfach ein Unterschied. Hey, jetzt habe ich ja einen Wahnsinnsverbrauch von 37, überhaupt nicht gut, bin beim Deutschen Haus oben. Gestern habe ich eine Mods-Rundfahrt über die Schwäbische Alb gemacht und wir hatten am Schluss nur irgendwie sowas von 16 oder 17 Kilowattstunden. Das sieht ganz anders aus. Was ist denn heute Morgen hier los? Ja, steil bergauf den Berg gefahren. Ne? Jetzt fahren wir wieder runter. Wir sind 5 Kilometer gefahren, haben aber viel mehr Kilometer verloren. Ne? Habt ihr das da auf dem Schirm, was wir gestartet waren? Ja, deshalb seht ihr, die Anzeige ist jetzt irgendwie dynamisch. Sie ist nicht ganz so schlimm, nicht so stark dynamisch wie bei anderen Autos. Irgendwie ist es aber seltsam, ich bin gar nicht drauf eingestellt. Ich habe gedacht, dass die Teslas einfach immer umrechnen. Also hier diese Passstraßen, passähnliche Straßen, hier so serpentinenmäßig, kann man echt cool mit dem Auto fahren. Ganz tolles Handling. Ist jetzt nicht der Test jetzt für den Autopiloten hier, deshalb mache ich das nicht. Das mache ich, glaube ich, in einem separaten. Aber geht natürlich. Ich könnte jetzt hier tatsächlich mal den Tempomaten einschalten. Dann kann ich hier mit dem Rollrad das da auch mal auf irgendwas einstellen, zum Beispiel auf 70. Und jetzt nochmal und dann habe ich auch der Autopilot an. Also ja, kann ja schneller fahren, ja. Kann ich auch 80 fahren oder 90. Krieg ja leider auch keine Schilderkennung hier. Also Autopilot funktioniert hier auch mit den Fahrzeugen. Man muss ein bisschen mehr drauf aufpassen, weil, wie gesagt, amerikanische Version, deshalb keine Schilderkennung, kein Runterbremsen und irgendwie nichts. Aber ansonsten komplett AP2 funktioniert. Und hier ist sowieso 70. Ja, bremse ich mir mal selber runter. So. Ja, also da bin ich auch gespannt, wenn das wirklich da ist. Und das ist natürlich für mich weiterhin nur als Technikfreak Alleinstellungsmerkmal von Tesla, dass da bei denen einfach der Autopilot und diese adaptiven Systeme einfach funktionieren. Ja. Und auch ständig erweitert werden. Also das ist dann schon noch der Mehrwert, gerade wenn man jetzt das mit so einem Auto vergleicht wie dem Ampera E, der ja dann da mit den Assistenzsystemen echt knausert bzw. gar nichts hat. Das ist natürlich jetzt hier beim Model 3 dann nachher ganz anders. Ja, was man auch hier merkt, es ist noch die ganz alte Version, die einen ziemlich lang fahren lässt mit dem Autopiloten. Das merke ich jetzt auch gerade. Nicht nur amerikanisch, sondern auch noch die minutenlange Alleinfahrt hier. Deshalb dieses Auto, was ich jetzt hier gerade habe von Nextmove, ist ja auch das Auto, mit dem der Spacey 24 Stunden 1000 Kilometer im Autopilot gefahren ist. Und links ist Raststätte Grübingen jetzt mit Ionity. Da waren wir ja schon. So, 50. Supp. Also das mit dem Rollrad zum Runterregeln finde ich jetzt cool. Man kann auch hier drücken. Ja, das geht auch. Am Anfang haben wir mal alle gemeint, das kann man auch nicht da drücken, bis sie gemerkt haben, dass es mit den Rollrädern auch geht. Ja, also das mit dem Rollrad finde ich jetzt hier cool. Und wenn man rechts-links macht, ist übrigens der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, kann ich da einstellen. Ja, also das finde ich cool. Jetzt habe ich das 70er Schild verpasst, glaube ich gerade. Kommt aber eh da vorne wieder, dauert seinen Gang, ne? Ja, also er lenkt gut, Autopilot funktioniert gut, AP2, bin ich ganz von AP2 überzeugt. Jetzt merkt man hier ein bisschen, ja, ah, schafft es sogar noch. Ja, ich nehme jetzt mal raus und fahre selber weiter, weil ich innerorts bin. So. Also da keinerlei Einschränkungen hier mit dem Fahrzeug. Das ist auf gleicher Höhe von den technischen Möglichkeiten her wie die teuren Teslas. Und hier in dem Long Range ist ja sogar der 75 Kilowattstunden Akku drin. Deshalb zeigt er mir ja auch 500 Kilometer an. Das ist natürlich Wahnsinn, weil er eigentlich einen geringeren Verbrauch hat. Verbrauch ist im Moment 25. Ich bin gar nicht vom Verbrauch jetzt hier bei meiner Testfahrt überzeugt, muss ich euch sagen. Aber ihr wisst ja, wir fahren da hinten ja noch den Berg wieder runter. Und dann gleicht es sich wieder ein bisschen aus mit meiner Fahrt, die ich gerade gemacht habe. Nee, meine Fahrten zur Arbeit, also meine Arbeitsstreckenfahrt, die 30 Kilometer, sind viel relevanter als jetzt hier meine Alprundfahrt. Die soll ja eher zeigen, was verbraucht das Auto eigentlich, wenn es so den Berg hochfährt, was verbraucht es, wenn es wieder rekuperieren kann. Ja. Normalerweise wird das Auto, alle Teslas werden ja immer so als Benchmark gesehen.
ich merke jetzt schon, wenn man die anderen E-Autos gefahren ist, vor allem auch die etwas neueren oder sich so ein bisschen auch das Konzept angeguckt hat, dann merkt man ja, beim Tesla fehlen auch Sachen. Ja? Also ich kann zum Beispiel jetzt hier meinen Momentanverbrauch, den sehe ich hier nur so rudimentär da oben mit so ein bisschen Balken, sonst sehe ich jetzt hier gar nichts. Im nächsten Update soll ja wenigstens diese Energieanzeige wieder kommen. Also im Moment ist das gar nicht da. Ich kann auch das vom Wert her sehe ich gar nichts. Bei vielen anderen Fahrzeugen sehe ich das ja. Und da kann man dann auch so ein bisschen einschätzen, ja, was verbraucht denn das Auto eigentlich? Oh, ich habe hier echt Blendung. Gut. Das hier funktioniert übrigens gut soweit. Ich habe jetzt eine relativ hohe Sitzposition gerade gewählt. Aber für mich funktioniert das gut. Auch ganze Innenraum, das merkt man natürlich an dem Mikro wahrscheinlich nicht so arg, ist ziemlich leise. Also ich habe den Eindruck, es ist leiser als in einem S- oder X-Modell. Und auch teilweise finde ich es leiser als zum Beispiel in anderen E-Autos. Der Ioniq ist jetzt drin auch nicht laut zum Beispiel. Den habe ich jetzt als letztes gefahren, also direkter Vergleich. Aber bei anderen auch hat man auch durchaus höhere Abrollgeräusche. Also was auch ein sehr, sehr leises Auto ist, ist übrigens der E-Golf oder der Golfs an sich. Ja, die sind sehr, sehr leise drin. Da merkt man natürlich schon nochmal, so ein Automobilhersteller, der hat dann so in der Dämmung von der Karosserie vermutlich ein bisschen mehr Erfahrung. Dafür halt weniger Erfahrung in Sachen Batterietechnik. Nur, ich hasse das, Baustelle. Aber eine Ampel ist dabei. Ich dachte schon, Vollsperrung, rot. Wir gucken auf den Verbrauch. 23,3, immer noch nicht gut. Ja, das könnte besser sein. Also, ja. Wie komme ich klar mit dem Display da drüben so, ne? Das ist jetzt so die Frage. Seht ihr überhaupt was? Ich kann euch hier das mal ein bisschen heller machen. Ich glaube, man sieht das ganz schlecht in der Kamera jetzt hier. So. Es ist, ja. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell dran und man findet auch dann die Controls wieder. Ich finde es fast ein bisschen besser zu bedienen als bei X und S. Man kann nämlich hier den Arm so noch drauf stützen und dann so das ein bisschen bedienen. Das ist, habe ich jetzt gemerkt, man hängt nicht so ganz so in der Luft rum. Das ist nämlich immer so das Problem, während der Fahrt hier irgendwas ordentlich zu treffen. Also die Elemente, die man da drücken muss, müssen dann schon entsprechend groß sein. Und die Tendenz ist ja dazu, dass ich gar nicht mehr erkenne, was jetzt hier Knöpfe sind. Ja, das muss ich dann wissen. Und das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Also vor allem für Leute, die das vorher noch nie gemacht haben, für die ist das sicher nicht ganz so der Hit hier, das da so rumzuklicken da drauf. Ne? Ja. Auch diese übereinander gelagerten Inhalte muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Manchmal irritierend. Wird ja noch irritierender, wenn die Version 9 kommt. Die hat noch mehr Fenstertechnik. Ich hoffe, es wird nicht so verspielt, dass man dann echt abgelenkt ist. Also ich wundere mich ja eh schon. Also es ist schon, du musst immer so ein Auge ja auf der Fahrbahn haben. Und wenn du da irgendwas bedienen willst, also das auf jeden Fall. Das ist genau besser. Also da es jetzt auch relativ hoch so ist, sieht man immer ziemlich gut auch, was so auf der Fahrbahn los ist. Das ist dann vielleicht ein Vorteil von dem Teil jetzt hier so. Also ich finde es designtechnisch ja weiterhin nicht so super, der Hit. Ich hätte es gern gesehen, wenn es, ich bin zu früh hier rumgefahren, da muss ich eigentlich erst abbiegen, wenn es so gewesen wäre wie X und S, das Vertikal ist einfach besser. Mein Elon Musk hat gemeint, man muss jetzt endlich auf den Kinomodus, weil irgendwann gucken wir hier ja bloß noch Filme und YouTube-Videos drauf und eigentlich gar nicht mehr das, weil ja das Auto selber fährt. Ne? Okay, jetzt sind wir bei 22 und fahren jetzt gleich auf die Autobahn. Also das ist jetzt unser Stand hier. An dem Wendepunkt sozusagen. Wendepunkt ist eigentlich da oben am Deutschen Haus vom Höhenlinie her. Aber hier ist so mein Wendepunkt, weil ich jetzt eigentlich ab hier jetzt zurückfahre. Ja, das schauen wir uns an. Wir sind jetzt also wie gesagt bei 22. Das ist noch ein zu hoher Wert. Das ist ein Wert von einem Model S. Aber wenn ihr die Videos anguckt, wo ich mit dem Model S die Runde gefahren bin, ist auch so, dass der dann da natürlich bei 25 war, also schon drüber. Es zeigt sich erst ganz, ganz am Ende, wenn ich wieder vor meiner Garage stehe, was dann wirklich der
Durchschnitt von allem ist, weil man jetzt hier auch durchaus durch die Autobahn hinten beim Runterfahren noch eigentlich keinen Verbrauch hat und ein bisschen was zurückgewinnt, und das reicht aus, um den Gesamtdurchschnitt zu senken. Aber ja, ich fahre ja noch für euch meine Strecke natürlich zur Arbeit, die 30 Kilometer, da sieht man das dann besser, wie ein Realverbrauch ist, den man ja täglich dann hätte. Jetzt auch schon wieder Bauigkeit. Ja, also vielleicht gerade ungünstig, aber hier ist freie Fahrt für freie Bürger und deshalb fahren wir hier rüber und geben mal kurz Stoff, um euch zu zeigen, was ist hier die Geschwindigkeit eigentlich vom Auto. Ja, also super Beschleunigung, absolut cool. Das Auto liegt auch ganz toll auf der Straße. Ja, und er schafft die 200 normal. Kann ich jetzt nicht so ganz austesten, weil hier einer vor mir fährt, der wesentlich langsamer fährt. Ja, aber es ist möglich. Also ich weiß nicht, was die eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist. Man soll es ja auch nicht übertreiben, sage ich immer. Es ist möglich, es ist nicht abgeriegelt da jetzt irgendwie weiter vorher, also bei 160 oder 170 oder sowas, wie ja bei vielen anderen Fahrzeugen. Das ist auch nochmal ein massiver Unterschied, wenn die Fahrzeuge dann schon bei 150 abgeriegelt sind, da kommt man sich wirklich wie ein Verkehrshindernis hier auf deutschen Straßen vor. Wenn es dann bei 180 ist, sieht es schon besser aus, auch ab 160 sieht es schon besser aus, 170 so. Wenn es natürlich noch mehr geht, wie jetzt bei dem Auto, bis 200 irgendwas, ne? Ich weiß gar nicht, wo er jetzt wirklich abgeriegelt ist, ist das natürlich nochmal was anderes. Ich habe jetzt allerdings meinen Durchschnitt wieder auf 27 hochgekriegt dadurch und mache mir jetzt aber mal den Tempomat wieder rein. Allerdings, da vorne ist ja sowieso meine 120er. Mache ich mir jetzt mal wieder auch hier auf 120 und fahre jetzt den Rest da runter mit 120 Richtgeschwindigkeit hier, ne? Beziehungsweise Geschwindigkeitsbegrenzung da vorne. Ja, bin auch mal gespannt, wie er das dann hier anzeigt. Da muss er ja auch Anzeigen dazu bringen. Also das ist so der große Mehrwert dann eigentlich für mich, wenn die Autos auch auf die Verkehrszeichen dann mal ordentlich reagieren. Und ich kann eigentlich hier ihn auch allein fahren lassen. Genau, Autopilot ein. Ja. Hinweis noch zu dem Auto jetzt hier, was ich jetzt hier habe von Nextmove. Das ist ja ein umgebautes Auto, ist also richtig, hat eine richtige Straßenzulassung in Deutschland. Wenn ihr euch das wissen wollt, was da umgebaut werden musste, könnt ihr nochmal das Video angucken, wo ich einen Stefan Möller interviewt habe dazu. Das war allerdings vor dem Umbau. Jetzt haben sie ein paar Lösungen. Da weiß ich nicht genau, wie sie es dann gemacht haben. Das wäre nochmal interessant rauszukriegen. Aber die Autos haben natürlich dann dadurch so ein paar so Sachen. Also zum Beispiel ist jetzt alles hier auf Englisch. Ich kann nicht auf Deutsch umschalten. Das geht nicht. Navi funktioniert nicht. Ja, und Ladeport. Ladeport ist somit das Schlimmste. Ich kann nicht am Supercharger laden. Deshalb sollten wir das Auto jetzt auch nicht leer fahren. Wir wollen ja heute damit auch noch eine größere Runde fahren. Ist aber kein Problem. Bei 500 Kilometer Reichweite ist das einfach gar keine Diskussion. Ich habe einen Adapter von dem US-Stecker, der da drin ist, auf Typ 2. Und mit dem kann ich an jeder Ladesäule laden, der man normalerweise den Stecker selber einstecken, also mit dem eigenen Kabel kommen kann. Wenn ein Kabel dran ist, geht das nicht. Habt ihr gerade die Meldung gesehen, die kommt da in schön blau, dass ich die Hände ans Lenkrad halten soll. Also die gibt es auch hier. Müssen wir mal sowieso mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Vielleicht wird sie dann auch noch rot oder sowas und piepst dann auch. Ich habe es auf der Herfahrt von München nach Stuttgart tatsächlich hingebracht, dass der Autopilot mal deaktiviert wurde. Ich hatte auch da teilweise so Störungen. Da hat er mir dann so gesagt, boah, ich soll jetzt sofort das Lenkrad übernehmen, obwohl da gar nichts war. Das war mal ein bisschen seltsam für mich. Ja, aber also er ist da schon so, dass er da entsprechend, jetzt muss ich mal selber hier rüberfahren, also durchaus dann auch abschaltet, so wie bei den anderen Systemen natürlich auch. Also ich weiß nicht, was in den USA so alles anders ist beim Autopiloten. Ich dachte, man macht einfach den Blinker und er fährt rüber, aber wie es sagt, ist der Auto Lane Change ist eh nicht drin. Ja, ansonsten fährt er jetzt hier runter. Durchschnitt ist im Moment noch bei 21, zu hoch, wir müssen unter 20. Ja. Und ihr seht jetzt hier auf jeden Fall, haben wir 22 Kilometer gefahren, er hat aber wesentlich mehr jetzt hier abgezogen. Also da ist wie gesagt eine dynamische Anzeige jetzt von dem Kilometer
Umrechnung von, weil wir sind nur 5 Kilowattstunden gefahren, das ist einfach dann jetzt auch dynamisch. Ich weiß nicht, ob das gut ist, also muss ich euch ehrlich sagen. So, System ausschalten. Und ja, es ist ein bisschen doof jetzt hier, man merkt es auch, ich muss jetzt mechanisch bremsen, dass ich hier rauskomme. Kann ich leider nicht, er rekuperiert mir da zu wenig, also habe ich jetzt keine Möglichkeit hier noch mit einem Pedal oder so. Das können die anderen Autos durchaus besser. Also von 120 können die hier die Ausfahrt komplett runter rekuperieren, dass ich nicht mechanisch bremsen muss oder die selber mechanisch bremst. Da hat der Tesla leider noch immer irgendwie eine andere Philosophie. Ich kann mich auch irren, aber ich bin der Meinung, wenn ich hier auf die mechanische Bremse drücke, wird nicht rekuperiert. Oder weiß da irgendeiner was anderes, dass es im Model 3 sich anders verhält? Also mein Stand ist da weiterhin, dass er mechanisch bremst. Man kann das schlecht testen, weil er, wie gesagt, die Rekuperierung kann ich nicht ausschalten komplett. Aber wenn ich jetzt hier das Auto so ein bisschen auslaufen lasse, merke ich ja, dass er rekuperiert. Und wenn ich dann stärker bremse, wird es weniger. Also es ist nicht so, dass er dann stärkere Balken mir nochmal zeigt, dass er stärker rekuperiert. Also ich bin der Meinung, es ist eine wirkliche mechanische Bremse da unten, die Fußbremse. Ja. So, hier muss man rumfahren, Richtung München, nein, Richtung Weilheim. Im Moment sind wir bei 18,6, seht ihr, haben es also schon deutlich, jetzt das kurze Stück nur hier, wo er jetzt doch rekuperieren konnte. Haben wir jetzt dann doch um einiges nochmal reingeholt. Also meine Alp-Rundfahrtsstrecke hier ist eine schwierige Teststrecke, weil sie einfach einen sehr hohen Verbrauch am Anfang bringt und dann nachher doch durch die Zurückfahren und Rekuperieren dann einiges nochmal reinholt. Und dann noch hier das Stück jetzt hier, da fahre ich ja jetzt 50, beziehungsweise da vorne dann 100 kann ich fahren. Das ist dann einfach, das gleicht dann schon nochmal ganz schön aus. Oh. Guck mal hier, das ist auch nochmal meine typische Strecke übrigens für einen Autopiloten. Ich fahre hier nicht gern so schnell. 80 fahre ich jetzt hier, 100 dürfte man fahren. Ich habe das Gefühl, also ich traue dem kleineren Auto jetzt hier auf der Strecke durchaus auch mehr zu, merke ich gerade. Also den großen Teslas, die regle ich hier gern so ein bisschen runter, weil die einfach irgendwie so von Gefühl her schneller daherkommen. Das Auto fährt jetzt genauso schnell, aber man hat nicht das Gefühl so. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Also ich habe es jetzt noch nicht gemerkt, dass ich mit dem Auto bewusst zu schnell fahre. Bei anderen Autos hat man das ja. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat nicht so ein richtiges Gefühl für die Geschwindigkeit. Oder man traut dem Auto ein bisschen mehr zu, weil es kleiner ist hier in dieser engen Straßenführung. Ja, also ich sehe es durchaus positiv. Vom Handling her, von der Größe her. Innen kommt es einem gar nicht so vor. Ja? Also das ist ganz komisch. Drin ist das Auto größer als draußen. Also das ist so eine ganz typische Erfahrung, auch hier wieder. Ja, anfahren, super. Autopilot funktioniert gut. Also wie gesagt, wenn man so ein bisschen sich hiermit angefreundet hat, ist es eigentlich auch, das Display gefällt es einem hier. Man ist ziemlich nah dran mit der rechten Hand hier, so mit der Bedienung. Ja, also das mal so als Resümee zu dem Display-Teil ist. Es ist auch so, dass ich mir nichts verdecke hier. Es ist ganz knapp. Also ich gucke jetzt hier ziemlich knapp vorbei und es gerade so sehe ich dann hier die ersten Anzeigeteile. Also es ist nicht so, dass sich was verdeckt. Es gibt ja so Autos, bei denen da die Hälfte verdeckt wird. Ne? Das ist gerade wieder bei Opel Ampera E ist es so, dass dann da Teile von dem Display nicht zu sehen sind. Und auch manche haben ja auch da unten 1000 Knöpfe da, wo man nicht hingucken kann unterm Lenkrad. Das verstehe ich gar nicht, wie man sowas machen kann. Vor allem auch Sachen, die man wirklich öfters braucht. Also das ist echt gefährlich. Also das ist jetzt hier, ich sehe es durchaus positiv jetzt nach den paar Tagen, die ich das Auto jetzt hier testen konnte. Man gewöhnt sich an das Display und man hat so, es ist ein besserer Zusammenhang zwischen dem Geschehen auf der Straße und dem, was ich hier sehe. Ja, weil ich einfach nicht so viel runtergucken muss, nicht so weit runtergucken muss. Also deshalb auch die Strategie jetzt zum Beispiel bei Mercedes, die bauen ja hier ihr Display auch hin. Natürlich ist das nur halb so groß. Ja, die haben das ja auch so davor geklemmt gehabt bisher. Jetzt bauen sie es auch mehr rein, habe ich gesehen. Also das finde ich dann eher gut, wenn man das so
eigentlich so auf diesem Level hält. Das ist für mich dann in Ordnung. So, langsam durch die Spielstraße, Schrittgeschwindigkeit, bin viel zu schnell, Leute, genau. Kinder sind alle in der Schule. Und wir kommen jetzt zurück in mein Wohngebietsteil. Und dann ist tatsächlich Resümee. Ich sag's euch nicht, ihr könnt ja selber lesen. Sagen tue ich es erst, wenn ich vor der Garage stehe. So, da fahre ich rein. Und da bin ich, genau. Wieder zurück. Rundfahrt. Und das Resümee ist tatsächlich, wir parken noch. So, 17,9. 5 Kilowattstunden haben wir verbraucht. 26,8 Kilometer sind wir gefahren. Ich hoffe, ihr habt euch vorher den Anfangswert gemerkt. Also die Anzeige ist definitiv anders. Ich zeige euch aber hier nochmal prozentual das Ganze. Wir sind jetzt 87%, wir waren bei 94, ne? 3,7% verloren. 7% sind 5 Kilowattstunden. Jetzt kann man das auch mal versuchen auszurechnen, ob man da auf die 75 kommt. Das auf jeden Fall. Und irgendwie haben wir 17,9 hier. Und er hat aber, ich weiß nicht was, verloren. Ich muss es einblenden. Dann die Kilometeranzeige ist definitiv mehr runtergegangen. Ja, das mal so der erste Eindruck jetzt hier vom Rundfahren mit dem Model 3 auf meiner Schwäbischen Albstrecke. Das Auto macht keine Geräusche. Also was immer Geräusche macht, ist nur die Klimaanlage. Das muss man wissen. Ich würde mal sagen, auch hier, nein, ich bin schlecht zu sehen. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Model 3 Video. Ne? Tschüss.